Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Allmächtiger, ewiger Gott, du Gott der Versöhnung, komm zu uns mit einer unendlichen Versöhnung am Kreuz, dass wir in jeder heiligen Messe feiern. Lasst euch mit Gott versöhnen. Und durch die Versöhnung geschehen und geschieht die Heilung aller Wunden. Es gibt keine Heilung noch Befreiung ohne die Versöhnung. Die Versöhnung als Wesensmerkmal, als etwas, was ganz tief im Christen eine Grundhaltung, eine Wesenshaltung ist, weil Gott vorangegangen ist, sich mit uns allen zu versöhnen. Jesus hat die ganze Menschheit mit dem Vater versöhnt. Und du bist auch unterwegs, dass du in der Kraft Jesu Christi dich mit allen versöhnst und für alle um Versöhnung bittest. Dass wir in diesen Geist der Versöhnung hineinkommen und diesen Geist der Versöhnung, der uns wahre Heilung unserer Wunden und der Wunden der ganzen Welt bringt, dass wir diese Versöhnung ganz tief verstehen. Herr, gieße diese Versöhnung, die ganz aus deinem Herzen entspringt, ein Willensakt, auch im größten Schmerz, das Gute zu wollen für uns und es sich alles kosten zu lassen und dein Herz öffnen zu lassen, dass diese Versöhnung wirklich zustande kommt und verwirklicht wird. Lass uns als versöhnte Menschen leben, mit Gott, mit dem Nächsten, mit der Kirche und mit dir selbst. Dass wir ganz aus dieser Kraft der Versöhnung leben, denn ohne diese Versöhnung gibt es kein Heil und noch Befreiung. Und so segne uns der allmächtige Gott. Wir bitten die Mutter der Versöhnung, wo wir heute dann in der Heiligen Messe das Formular nehmen dürfen. Maria, Mutter der Versöhnung. Du, Mutter, hast assistiert unter dem Kreuz als die Mutter der Versöhnung. Und bitte du für uns und schick uns alle Engel und Heiligen, halte alles Böse von uns fern. Und lass das Blut der Versöhnung deines Sohnes und deine Tränen zu uns kommen, dass sie uns waschen und rein machen und diese Versöhnung ganz tief in uns erkennen lassen. Und dazu segne uns der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Meine Lieben, warum eigentlich Versöhnung? Du siehst es, dass die Sünde im Paradies schon eine Entzweiung bringt. Sie fürchten sich vor Gott und auf einmal ist Gott schuld. Die Frau, die du mir gegeben hast, hat mich verführt. Wer ist schuld? Gott. Die Eva sagt, die Schlange hat mich verführt. Die Schlange ist schuld. Seht ihr, was diese Sünde anrichtet, dass du deinen eigenen Balken nicht siehst. Ganz einfach. Die Sünde verfinstert sofort. Und wenn wir so objektiv ein bisschen als Priester so unterwegs sind, dann sehen wir das. Manche wollen sogar noch die Sünde rechtfertigen. Ich habe das Recht dazu, zu sündigen. Dann geht es mir nämlich besser. Sie sind so verfinstert, dass sie die eigene Sünde nicht mehr sehen. Wollen sich aber nicht mit Gott versöhnen, weil sie ihn dadurch beleidigen, weil Gott dieses Gebot aufstellt, nicht um uns zu piesacken, sondern dass es uns gut geht, dass wir nicht alles zerstören, weil die Sünde zerstört. Nur Gott weiß, was gut ist. Letztlich.
Können wir sagen, was gut ist? Schau doch mal, wo die Gesellschaft hingekommen ist. Was wir für Gesetze aufgestellt haben. Politiker, die eigentlich die Gesellschaft hüten müssen, dass sie nicht zerfällt und kaputt geht und zerstört wird, demontiert wird. Was machen sie für Gesetze? Genau jene Gesetze, die die Gesellschaft zerstören, die Familie zerstören, den Menschen zerstören und sagen, ja, die Menschen wollen es. Wir sagen jetzt, was gut ist. Und alles geht vor die Hunde. Ja, es wird eine Zeit kommen, in der man die gesunde Lehre nicht mehr erträgt. Wenn wir die Wahrheit als Lüge, seht ihr, das ist genau das, was die Sünde anrichtet. Dann, wenn du in der Sünde bist und nicht umkehren willst, dich nicht versöhnen willst mit Gott, dich nicht in eine Reue begeben willst über das Schlechte, was du tust, die Sünde, die wir tun. Das sind die 10 Gebote, die ganz wichtig sind, dass wir immer diese Schuld ganz tief vor Gott bringen und uns versöhnen mit Gott. Wenn wir das nicht tun, dann verfinstert es. Wir werden die Sünde als Wahrheit hinstellen. Das ist das, was wir endlich in der Weise, das, was zu begehren ist. Die Sünde. Man muss sich das mal vorstellen, so weit sind wir. Und die Sünde verdreht dir alles. Das können die gescheitesten Professoren sein. Das können die gescheitesten Theologen sein. Und sogar Lehrer der Theologie. Wenn sie in der Sünde sind und ein Doppelleben führen und noch Frauen nebenher herhaben, auch wenn sie Priester sind, und alles nicht so eng nehmen, nicht mehr beichten gehen, nicht mehr richtig das Brevier beten, dann verfinstert es die gescheitesten Theologen dermaßen, dass sie auf einmal alles über den Haufen werfen. 2000 Jahre haben wir den gleichen Glauben, das Wort Gottes, wir haben die Lehre der Kirche, wir haben die Väter, die uns den Glauben immer wieder schenken. Und es ist eine Kontinuität, also es ist das Gleiche wie der Katechismus, dort kannst du es nachlesen, es ist der gleiche Glauben über 2000 Jahre, aber wo uns der Heilige Geist immer tiefer einführt in die eine Wahrheit. Und dann werfen die alles über Bord. Ja, warum machen die das? Weil sie in der Sünde sind. Und das kann die Gescheitesten treffen. Da ist keiner gefeit, weil die Sünde verfinstert so, dass du alles umdrehst. Und genau die Pervertierung, wie das Satan schon im Paradies es gesagt hat, letztlich. Hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft dann nicht davon essen? Zuerst sät er den Zweifel. Als zweites setzt er die Lüge. Nein, Gott will euch etwas vorenthalten. Denn wenn ihr davon esst, werdet ihr sein wie Gott. Merkt ihr, da wird die Lüge gesetzt. Aber sein wie Gott heißt dann als drittes, du bist hochmütig. Und du sagst von dir, ich habe es recht getan. Adam und Eva finden nicht mehr den Weg, sich mit Gott zu versöhnen. Sie sagen, die Frau, die du mir gegeben hast, hat mich verführt. Sie sagen nicht, oder wenn Adam hingegangen wäre, hätte gesagt, lieber Gott, vergib mir. Vergib meiner Frau, dass sie mich verführt hat. Was das auch immer für eine Sünde ist. Es ist nicht ein Baum und nur ein Apfel. Das ist was viel, viel Tieferes, meine Liebe. Da müsste man einen eigenen Vortrag von halten, denn von einem Apfelpflücken kommt nicht so eine riesige Umwälzung, was wir uns vorstellen können, was die Sünde anrichtet, was sie für eine Auswirkung hat. Das ist etwas viel, viel Tieferes. Aber ihr seht, wie die Sünde dich total verdreht, dass du nie die Schuld bei dir siehst. Du bist total verblendet. Ich drehe es um. Und es sind auch die draußen, die objektiv die Sünde wollen, die die Finsternis mehr lieben wie das Licht. Die kämpfen für die Finsternis, die stehen auf. Sprich du mal irgendwo in der Gesellschaft über die Wahrheit und halte die Gebote wirklich ganz, ganz oben hin,
dann wirst du mal sehen, was für Gegner das kommen, die für die Finsternis, für die Sünde Flagge zeigen. Die sagen, wir wollen diese Sünde. Und ihr ewig gestrigen mit euren 10 Geboten. Aber wer hat recht, meine Lieben? Wer hat recht? Das sind auch alle Dinge, die in der Heiligen Schrift stehen, wo Stück für Stück alles demontiert wird, das Wort Gottes, das, was Gott sagt uns, und er ist die Wahrheit und er belügt uns nicht. Das ist die Wahrheit. Glaub dieser Wahrheit. Glaub Gott, nicht den Menschen. Weil die verdrehen alles, manchmal sogar bis in die Theologie, manchmal bis in die Hochschulen hinein. Sie verdrehen den Glauben, der 2000 Jahre da war, und auf einmal ist die Wahrheit eben nicht mehr Wahrheit. Die Wahrheit wird als Lüge hingestellt. Etwas, das man nicht mehr begehren soll, die Wahrheit und das Wort Gottes, der Wille Gottes, was in seinem Wort uns gegeben ist, das ist nicht mehr begehrenswert, sondern die Sünde. Aber das ist die Verfinsterung. Und deswegen müssen wir jetzt mühsam zurückkommen in diese Versöhnung mit Gott, mit dem Nächsten, mit der Kirche, das ist auch mit Christus, mit unseren Brüdern und Schwestern, und mit dir selbst. Mühsam, weil das so ein Riss gekommen ist im Paradies. Weil jeder die Schuld irgendwo auf den anderen schiebt. Und keiner schlägt sich an die Brust und sagt, ich habe gesündigt. Oder wenige. Manchmal merkst du ja selbst, wenn irgendwas passiert ist, dann suchst du Ausflüchte und Entschuldigung bei dir selbst und der andere ist ja schuld. Aber du schlägst nicht an deine Brust und sagst, ich bin schuld. Vergib mir. Deswegen gehen wir schon so vor Gott, immer in der Heiligen Messe, mit dem Schuldbekenntnis. Da beginnt's. Und diese Versöhnung ist etwas Wesentliches. Und da ist es nicht so, dass Gott uns das aufdoktroyiert hat und sagt, ihr müsst jetzt einander vergeben. Ich bin der Gott. Ich habe das nicht nötig. Er ist vorangegangen und hat stellvertretend die Schuld von uns weggenommen, dass wir wieder Licht bekommen. Wir bekommen wieder Licht. Schon durch die Taufe wird alle Sünde abgewaschen und dann kommst du in ein Licht und siehst dich, oh je, was habe ich für Sünden? Herr, vergib! Diese Verfinsterung der Sünde. Es ist genauso, wenn die Katholiken nicht mehr beichten gehen, wenn die Theologen, Priester, Ordensschwestern, vielleicht auch Bischöfe nicht mehr beichten gehen, die werden mit der Zeit verfinstert. Wenn wir nicht aus den Sakramenten leben, wenn wir diesen Saft aus dem Weinstock nicht mehr bekommen und sagen, ich habe mein schönes Röckchen, oder? Ich habe meinen schönen Talar, ich habe mein schönes Kreuz als Bischof. Das genügt. Das reicht nicht aus. Sondern wir sind ganz abhängig von unserem Meister, der uns diesen Lebenssaft gibt, damit wir überhaupt klar sehen können. Wir können aus uns nicht klar sehen. Wir sind nicht fähig, irgendeine Weise, dass wir erkennen, was gut und böse ist, aus uns, sondern nur im Lichte des Heiligen Geistes, das Gott uns gibt. Aber weißt du, da brauchst du Demut, dich so in einer Abhängigkeit von Jesus zu begeben. Aber ich sehe diese Abhängigkeit, die aus der Liebe hervorspringt und die immer wieder eines tut. Ich erkenne die Vollkommenheit Gottes an. Ich erkenne an, dass er gut ist. Ich erkenne an, dass er die Liebe ist. Ich erkenne an, dass er die Barmherzigkeit ist. Ich erkenne an, dass er die Güte ist, weil ich gesehen habe, wie er handelt. Und da unterwirft sich Jesus selbst ganz seinem Vater. Er sagt nicht, ich mache mein eigenes Ding, oder? Er kommt hier runter und auf einmal macht jetzt Jesus sein eigenes Ding. Also der Vater, weißt du, naja, so, ich bin ja schließlich mein eigener Herr. So. Das macht er nicht. Meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. Warum macht er das? Warum will er nur der Vater sein?
In allem, im Reden, im Tun, alles, was er den Vater tun sieht, so ist er in seiner Person die Offenbarung des Vaters. Wenn er mich sieht, sieht er den Vater. Warum erkennt er den Vater so an? Das müssten wir wohl als Vorbild nehmen. Das müssten wir als Vorbild nehmen. Er erkennt den Vater an. Vater, ich habe dich verherrlicht. Und ich werde dich verherrlichen in allem. Du bist die Verherrlichung des Vaters, wenn du alles annimmst, was Jesus ist. Und anerkennst, dass alles gut ist, was von Gott kommt, vom Vater. Vom Vater der Wahrheit, der nicht der Vater der Lüge ist. Weil dieser Vater dreht alles um, der Vater der Lüge. Aber unser Vater, der führt uns in die Wahrheit. Der führt uns ins Licht, der führt uns in diese Versöhnung, der führt uns in die Liebe hinein, in die Fülle des Lebens führt er hinein. Der andere, der will uns alles rauben. Und er verdreht alles, sogar noch die Wahrheit. Er tut sogar noch den Appetit für das Heilige. Schau mal ins Volk hinein, wenn du mal irgendwie mit was Religiösem kommst, dann rümpfen sie schon die Nase. Eine Antipathie gegen das Katholische, das ist gerade noch so etwas. Du siehst schon, wie der andere, der Vater der Lüge, sein Gift in die Herzen hineingesät hat. Wo sie sich nicht mehr versöhnen wollen, wo sie denken, die katholische Kirche ist ja wohl das Letzte. Sakramente, hören wir mit dem Zeug auf. Beten in der Kirche, diese ewig frommen und diese Rosenkranzbeter noch dazu. Er hat es geschafft, das reinzubringen in die Herzen. Das ist sein Werk der Lüge, wo die Leute auf den Vater der Lüge gehört haben und nicht mehr auf den Vater der Wahrheit. Was bietet uns, ihr habt es jetzt ein bisschen kennengelernt, was bietet uns dieser Gott für einen Schatz an? Alles, seinen ganzen Reichtum. Und wie kann das sein, dass da draußen die Herzen das nicht mehr kennen? Oder zumindest mal nicht mehr anerkennen? Oder was haben wir falsch gemacht in der Kirche, in der Verkündigung, dass es nicht mehr dort ist in den Herzen? Oder was hat der Feind durch die ganzen Medien für ein Gift in diese Herzen, die so schön sind, die eigentlich sich erfreuen müssten an der Wahrheit? Denn kamen Worte von dir, so verschlang ich sie. Sie waren mir Herzensfreude. Die Wahrheit ist das, was der Mensch sucht. In deinem Innersten. Du hast nur keine Ruhe, bis du diese Wahrheit kennst. Und die findest sie nur in Christus. Nur in Christus. Dann kommst du in die Ruhe, wenn du die Wahrheit kennst. Denn die Wahrheit macht dich frei. Wer die Wahrheit tut, kommt zum Licht. Ja, ich bin ein König, ich bin dazu in die Welt gekommen, für die Wahrheit Zeugnis abzugeben. Und jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Vater, heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Wer glaubt denn das noch? Da wird allen Worten geglaubt und da kann jeder dahergelaufene und noch so hochstudierte und noch so verdrehte im Kopf. Manchmal hat das Volk sehr gute Dinge gehabt, wo sie das auf den Punkt bringen. Je gelehrter, je verkehrter. Manchmal war es ist nicht immer so, versteht ihr? Es gibt viele Gelehrte, die ganz demütig sind, aber auch viele, die ganz verdreht sind. Wenn sie die Weisheit nicht im Herzen tragen, wenn sie Gott nicht anerkennen, dann wird aus einem Gelehrten gerade einer, der alles zerstreut. Denn der, wer nicht mit mir sammelt in dieser Wahrheit, in dieser Demut, in diesem Licht, was durch die Erkenntnis Christi gekommen ist, der zerstreut. Schau, wie viele das da sind in der Gesellschaft, die zerstreuen, kaputt machen. Nicht das Reich Gottes aufbauen, sondern das widergöttliche Reich der Lüge. Und des Irrtums und der Vernichtung, des Todes sogar, eine Kultur des Todes, wie Papst Johannes Paul II. Sagt, nicht mehr des Lebens, sondern des Todes. Also sie sind